Ich glaube, diese Wahl war eben wegen der Schwäche der CDU oder der Stärke der AfD, wie immer Sie wollen, ein klares Signal nach Berlin. Schaut man aber auf die Analyse der Konkurrenz, dann hat die CDU zwar eine Niederlage eingeräumt, dennoch aber durch Herrn Tauber betonen lassen, man habe ja nichts falsch gemacht, man habe die Politik nur nicht erklärt. Und diese Ignoranz, die ist schon beispielhaft. Es ist nicht nur Ignoranz, es zeigt sich hierin auch eine fortgesetzte Arroganz der Macht. Es ist ein ganz, ganz klares Signal und ich sage das in voller Überzeugung, wir wollen langfristig in diesem Land regieren. Und diesen Weg gehen wir beharrlich, unbeirrbar und Schritt für Schritt immer weiter, bis es soweit sein wird. Zu glauben, dass eine CDU, die inhaltlich und personell durch Frau Merkel entkernt wurde, jetzt kurzfristig auf diesen Weg zurückfindet, halten wir für sehr unwahrscheinlich. Deswegen war es richtig, davon zu reden, dass in Mecklenburg-Vorpommern möglicherweise der Anfang vom Ende der CDU besiegelt wurde. Inzwischen glaube ich, dass aus der Union nur noch ein Gebäude oder ein Gebäude übrig geblieben ist. Das steht noch, dass die ganze Konstellation des Gebäudes ist noch da. In jedem Fenster hängt ein Bild von Angela Merkel. Und wenn Sie in das Gebäude reinschauen, ist weder inhaltlich noch personell noch was drin. Ich halte uns für die natürliche Nachfolgepartei der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Und wenn die CDU mit diesem Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern so weitermacht und in anderen Ländern ähnlich schlecht reüssiert und dann wie die SPD vielleicht auf 12% und 13% absackt, sind sie nicht nur keine Volkspartei mehr, sondern sie sind nicht mehr die bestimmende Kraft in diesem Lande. Und dann sind wir die natürliche Nachfolgepartei der CDU. Man könnte auch auf kurz sagen, die CDU geht den Weg der ÖVP.